Es wird mal wieder Zeit für ein niegelnagelneues Spiel, für ein Apfel und ein Ei. Dabei geht's hier jetzt um Eis, weder um Äpfel noch um Eier. Es ist My Little Ice Cream Booth. Und was machen wir hier? Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich habe es quasi umsonst bekommen. Durch diese Goldpunkte bei Nintendo habe ich mir ein bisschen was zusammengespart. Und dieses Spiel kostet, glaube ich, 1 Euro irgendwas oder so. Aber irgendwie sah es auch ziemlich lustig aus, Kindern ein Eis zusammenzustellen. Ich weiß nicht, jetzt wird es gerade wieder wärmer draußen. Und vielleicht kann man sich dann so ein bisschen schon mal drauf einstimmen, wie dann der Sommer verlaufen wird. Und für den ein oder anderen da draußen gibt es vielleicht irgendwo mal eine Karriere als Eismann bzw. Eisfrau. Und da können wir das doch vielleicht mal rausfinden, oder? Guck mal, die Arcade-Version ist erst ab Level 10. Ist verständlich, ne? Das ist natürlich mega, mega anstrengend. Ups, ich kann die Musik ausmachen, ich kann den Ton ausmachen, was? Ich habe keine... Man sieht auf jeden Fall schon mal nicht, wo man mit seinem Cursor ist. Finde ich sehr, sehr gut. Man soll das ja wahrscheinlich auch mit Touchscreen spielen. Kann ich natürlich nicht, weil ich ja jetzt hier gerade für euch aufnehme. Deswegen... Versuchen wir mal den Classic-Modus Level 1 und versuchen unser Glück. So. Ich muss 5 Kinder beglücken. Das klingt falsch, aber gut, es ist Eis, ne? Also, ne? 25 Cent pro Eis oder wie? Oder kriege ich dadurch? 2 Minuten habe ich Zeit. Rüber. Guten Tag, kleiner Mann. Was möchtest du? I'd like an ice cream. Okay, was für Ice Cream? Ich habe hier im Waffel oder in Dings. Hallo, Junge! Becher oder Waffel? Ja, frag deine Mama mal lieber, was du lieber essen möchtest. So, was möchtest du? Ein Ice Cream. Okay, damit ich den gleichen Fehler nicht nochmal mache, gibt's jetzt diese Ice Cream hier. Hä, hallo? Ja, du hast dein Eis vergessen! Die hat ihr Eis vergessen. Ich habe ein ganz, ganz frisches neues Eis für dich. Ich habe es aus Versehen in den Müll geworfen. Nimmst du es trotzdem noch? Mädchen, ich kann hier nichts machen, Leute. Hier, nimm doch jetzt das Eis. Ich kann nichts machen. Ich kann ihr das Eis nicht geben. I'd like an Eis. Das geht nicht. Hallo? Ich dachte, das kann man auch Ding spielen. Ja, jetzt nimm doch das Eis. Hier. Ach, jetzt. Hier. Bitteschön. Ach so, er möchte nur eine Kugel haben. Okay, dann müssen wir erstmal das Mannequin andingsen müssen. So, jetzt haben wir das Eis aufgefüllt. Ich muss es wegschmeißen, leider, weil 2 Kugeln drauf sind. So. So. Und jetzt hier. Bitteschön. Was? Hä? Wenn du kein Erdbeereis willst, dann bestell auch keins. Blödes Gör. Hier, bitteschön. Ach so, in der Waffel. Okay, Entschuldigung. Das hat der Junge wahrscheinlich auch gewollt, ne? So, hier, jetzt. Ich hab's langsam raus. Oh, phew. Ich hab die Steuerung nicht verstanden. Ich hätte es eigentlich schon viel schneller rausfinden können. Okay, Waffeleis. Seht ihr, es jetzt klappt. Okay? Ja, ups, hier, bitteschön. Yeah, Game Over. Okay, Entschuldigung, ich habe mich vorher leider nicht informiert. Wir werden das jetzt nochmal testen, wenn wir es richtig machen, okay? Guck, also. Hallo, liebes Mädchen, du hast eine wunderschöne kleine Haarspange. Dazu passt doch ein wunderbares Erdbeereis, oder? Bitteschön. Ach, Y geht auch, okay. Das ist verstanden. Ach, ich kann mein Geld nehmen, Y. Ach so. Was möchte denn der Herr? Ein Erdbeereis. Zufälligerweise haben wir auch genau dieses Eis da. Wer hätte das gedacht? Wenn jetzt jemand Bananeneiswunsch kommt, dann bin ich aufgeschmissen. Na, was möchtest du haben? Ein Erdbeereis. Hast du schon mal von Salmonellen gehört oder so? Weißt du, wie lange dieses Eis hier schon bei mir rumliegt? So, jetzt muss ich das hier sauber machen. Fragen, was sie will. Sie möchte ein Waffeleis, okay. Bitteschön. So, 25 Cent. Wir haben noch eine ganze Minute, Leute. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Was möchtest du? Du warst schon mal hier. Du weißt schon, dass zu viel Eis zu Diabetes führt. Oder du wirst fett und kriegst keine Männer. Du gehst nach Hause zu ihrer Mama und heult.
Na gut, wenigstens haben wir Schokoladeneis angelockt. Okay. Geil. Super. Nächstes Ziel ist 2 Minuten 40, 35 Cent zu verdienen. Seit wann kostet denn bitte schöne Kugel Eis 5 Cent? Hä? Zu welcher Zeit spielt das Spiel? 1940? Also, ne? Gut, versuchen wir trotzdem unser Bestes. Hallo Junge. Nimm die Kopfhörer aus dem Ohr, wenn du mit ihr was bestellst. Ja, ich will mit dir reden. Hier, bitteschön. Meine Güte, ey. Unverschämte Leute, oder? Das ist nämlich die, von der ich gesprochen habe, die zu viel Eis isst und deswegen wahrscheinlich zu dick wird. Hast gesehen? Die hat schon, die ist schon ein bisschen pummeliger geworden. Zu viel Eis ist ungesund. Den kenne ich noch nicht. Du solltest ein bisschen mehr Zeit in der Sonne verbringen, als zu viel Eis zu essen. Du bist ein bisschen blass um die Nase. So, jetzt machen wir erstmal sauber. Also mit Touchscreen kann ich mir das echt viel besser vorstellen. Das Spiel, weil, das Rumdingsen, Rumswitchen hier mit dem Controller ist nicht ganz so easy, finde ich jetzt. Ja, vielleicht mit dem Steuerkreuz, vielleicht ist es da ein bisschen besser. Ich versuche mal mit dem Steuerkreuz. Was möchtest du? Immer die gleichen Leute. Ich sag doch, ihr werdet alle fett. Gut, dann können sie ein bisschen schwimmen, dann haben sie das Eis wieder abtrainiert, oder? Aber ich würde ehrlich gesagt wahrscheinlich auch, wenn ich hier Eis für 5 Cent die Kugel finden würde, wäre ich, glaube ich, auch derjenige, der da ständig anstehen würde. Ich glaube, ich wäre da knapp. Ach so, ups, warte mal ganz kurz. Ich muss hier kurz sauber machen. Was möchtest du? Ein Erdbeereis. Okay. So. Yeah, Alter. Super. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel noch tausendmal schwieriger wird. Je länger man halt eben spielt, umso mehr Leute kommen wahrscheinlich dazu. Irgendwann kommen wahrscheinlich mehrere Kinder gleichzeitig. Und ich muss dann versuchen, die irgendwie zu bedienen. Dann haben wir auch noch verschiedene Eiskugeln. Dann will das eine Kind wahrscheinlich mal 2 Eiskugeln. Das eine will mit Streusel, das andere mit Sahne. Ich denke, das kann noch schwieriger werden. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Ich will nach Hause. Wir machen das dritte Level vom Ice Cream Booth. Und der Arcade-Modus interessiert mich am meisten. Es wird keinen Online-Modus geben, Leute, für diejenigen, die hoffen, dass es hier online gibt. Ein Schoko-Eis. Ja, endlich mal was anderes als Erdbeer. Ist ja langweilig, oder? Aber nicht auf die Hose tropfen. Mama freut sich sonst wegen, ne? Du willst bestimmt ein Erdbeereis. Ja, das ist doch auch so eine kleine Erdbeere. Ich nenne dich Emily. Emily Erdbeer. Kennt ihr die noch? Also das Spiel ist eigentlich ein ziemlich gechilltes Game, muss ich sagen. Also es ist, kann man mal machen. Kann man sich mal für 1 Euro gönnen oder sowas, wenn man ein bisschen was zum nebenher so ein bisschen spielen haben möchte. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das Spiel nach und nach vielleicht so ein bisschen anspruchsvoller wird. Was den Schwierigkeitsgrad... Nein! Oh Gott, nein! Ich habe aus... So viel zum Thema anspruchsvoller Schwierigkeitsgrad. So, ups. So, erstmal sauber machen. Und neues Schokoeis. So. Jetzt bin ich gerade in die Bredouille gekommen, du. So. Jo. Was für ein Stress und Eis man hat, ne? Unglaublich. Weil ich würde wahrscheinlich, wenn ich hier arbeiten würde, würde ich den ganzen Tag nur naschen. Doch. Wirklich. Ich würde den ganzen Tag nur rumnaschen. Dann werde ich jetzt selber fett werden. Erdbeereis. Keiner will Karamell. Was muss mit euch? So. Einer noch und dann ist Feierabend für heute. Dann mache ich Feierabend, denn meine Serie läuft. Wenn der Eismann zweimal klingelt. Ist ein Porno. Okay, wir haben ein Topping freigeschaltet. Also das heißt, in diesem Sinne gibt es jetzt auch ein bisschen andere Sachen als nur Eiscreme. Man kann offensichtlich auch irgendwelche Soßen freischalten. Schauen wir mal, wie ich mich damit anstelle. Na, junger Mann, was möchtest du? Da klinge ich wie so ein Triebtäter, oder? Also, na, möchtest du ein bisschen von meinem Eis schlecken? Nee, ich glaube, das klingt nicht gut. Ich glaube, ich sollte mir noch ein paar Sprüche als guter Eismann einfallen lassen. Oh,
intelligentere Sprüche. So, bitteschön. Sowas wie: Kommt ran an mein Eis, dann ist euch nicht so heiß. Eis in der Hitze, weg mit der Schwitze. Eis ist geil und manchmal gesund. Das weiß selbst euer Hund. Eis ist süß und schlotzig. Gib mir mein Geld, sonst motz ich. Also, wer will denn bitteschön Erdbeereis mit Erdbeersoße? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Jetzt endlich mal Karamelleis, Mann. Das verschimmelt mir hier. Derjenige, der Erste, der Karamelleis kauft, der hat echt die Arschkarte gezogen, weil der kriegt die Schimmelscheiße ab. Ich fülle das erst auf, wenn es leer ist. Ich sag's euch. So, Schokoeis. Bitteschön. Danke. So. Karamell? Entschuldigung, wir haben nur noch Karamell. Das wäre doch knallhart, wenn ich dann sagen würde, nö, es gibt jetzt nur noch das eine, oder? Wie wohnen wir hier eigentlich in Inzesthausen? Die Kinder sehen alle gleich aus. Bisschen mehr Vielfalt hier, bitteschön. Aber seht ihr, ich werde immer besser. Hallo, was möchtest du? Ein Eis, hä? Oh, oh, jetzt wird's schwierig, Leute. Jetzt wird's schwierig. So, was möchtest du? Ich muss die aber auch fragen, was sie möchte, weil sonst haut die mir ab. Das haben wir ja vorhin gesehen. Wir müssen immer mal wieder fragen, was sie wollen. Ansonsten hauen die ab. So. So, jetzt wird's nämlich mit Touchscreen eigentlich viel einfacher. Nein, geh doch da vorne hin. So. So. Gut. Oh, Doppeleis, Alter. Complicated. So. So. Ich muss erst sauber machen. Oh Gott. Im Becher. Okay. Oh, puh. Ui. So, oh Gott. Ui, anstrengend. Oh. Becher, Erdbeereis. Okay, aber dann muss ich sauber machen, Leute. Kann ich nicht sagen, wir machen Pause? So. So. Okay, Doppel-Erdbeer mit Erdbeersoße. Alter, du hast ja echt nicht mehr alle. Okay. Hui. Scheiße. Wie komme ich mir hinterher? Viel zu viele Kinder. Customer Rating nur 2. Seht ihr? Jetzt ist schon... was haben wir denn da freigeschalten? Seht ihr das? Ist das irgendwie eine Gorgonzola-Soße? Oder was ist das? Nee, ach, eine leckere Champignon-Soße. Aufs Eis. Passt wahnsinnig gut zu Schokoladeneis. Und eine leckere Champignon-Soße. Also ihr habt gesehen, es wird schon definitiv anspruchsvoller. Man kann hier sehr, sehr schnell an seine Grenzen geraten. Wenn man etwas höher levelt. Ich würde euch raten, wenn ihr euch dieses Spiel gönnen möchtet, spielt es mit Touchscreen. Das geht bestimmt 1000-mal einfacher als die ganze Zeit mit dem Pro-Controller oder mit den Joy-Cons oder sonst irgendwas. Weil das ist eigentlich dafür programmiert. Ich finde es aber gut, dass es die Möglichkeit gibt, es zu machen. Dann macht ihr euch vielleicht sogar noch einen Tick schwieriger, wenn es euch sonst zu einfach wäre. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit einem Testlauf zu My Little Ice Cream Booth auf der Switch. Es ist nicht auf Deutsch. Es ist aber in dem Fall nicht wirklich eng, ne? Also viel Englisch müsst ihr nicht verstehen können, um zu verstehen, was Erdbeereis ist. Ich meine, die zeigen es ja auch. Also von dem her.
nicht so tragisch, oder? Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte denkt an die positive Bewertung und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gerne nochmal spielen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja auch mal ein Eis gönnen, oder? Aber nicht zu viel, sonst werdet ihr fett. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Tschüss.